Und wir werden dann irgendwann im Laufe des Videos noch den lieben Simon ein Kuchen ein kleines, wir sagen mal so, ein kleines Präsent hinterlassen. Genau. Let's start again. Alles klar. Und willkommen zu einer weiteren Folge Crew of the Tank zusammen mit dem lieben Patrick. Hallo. Und Leute, wir haben einiges vor. Ihr seht ja schon mal hier mein Haus, da werde ich gleich mal zukommen. Aber wir haben heute einiges in der Folge vor. Einiges vor, Leute. Also, da haben wir schon ein paar Blaupausen hingekritzelt. Ja. Ne? Also, glaub mir mal. Wir werden zum einen mal uns ein bisschen die Stadt angucken, denn hier sind viele Dinge passiert, die so ein bisschen an mir vorbeigegangen sind. Mhm. Und wir werden dann irgendwann im Laufe des Videos noch den lieben Simon ein Kuchen ein kleines, wir sagen mal so, ein kleines Präsent hinterlassen. Genau. Denn er wurde ja noch nicht vom Psychopathen getrollt und deswegen, das müssen wir, auf jeden Fall nachholen. So, Moment, ich töte mal eben hier den Creeper. Ja, ihr seht schon, ich habe gestern im Livestream echt ordentlich Gas gegeben. Wir sind mit dem Erdgeschoss soweit fertig geworden und fangen jetzt an, hier die ersten Wände zu ziehen. Heute um 16 Uhr gibt es wieder einen dicken Livestream und dann werden wir hier weitermachen. Ordentlich. Damit das hier mal vorankommt mit dem Haus. Und wenn wir schon beim Thema Haus sind, würde ich sagen, begeben wir uns einfach mal hier zum Revi seinem Haus. Denn dort hat auch der Patrick ein kleines Präsent davor. Ja, es ist aber wirklich so ein ganz kleines Präsent. Also, ja. Ist wirklich nicht der Rede wert. Also vor allen Dingen ist es ein Pixelart, das finde ich richtig genial. Haben das deine Zuschauer noch nicht gesehen? Ich glaube, ich habe das mal in einer Folge gesehen, aber ich kenne die Geschichte dahinter noch nicht so ganz. Also, müsst ihr die Geschichte nochmal so hören? So ganz ja, kurz. Erzähl mal im Schnelldurchlauf. Also, Claybiom, er kriegt Koordinaten nur, wenn er Statue von mir baut. Er hat nicht gemacht, hier ist die Statue. Alles klar. Also, hier haben irgendwie, also Sturmwaffel hat irgendwie vor ein paar Tagen halt das komplett mit Cobblestone gemacht, zugebaut, weil er das so hässlich fand. Weil er meinte, das ist der Schandfleck von Craft Attack. Und dann haben irgendwie, ich dachte jetzt so, ich komme auf den Server und ist das da, aber ist halt nicht da gewesen. Und dann haben wir irgendwie Shine Broken Thumbs das wieder ganz gemacht. Ist wieder ganz, Gretz, Better TV. Und da okay. Steht noch bei meinem Penis noch, dass ich einen kleinen Penis habe. Alles klar. Alles klar, Leute. Und was ist hier passiert? Allem, wie einfach, wie schäbig das mit Cobblestone repariert ja. Wurde. Ne? Also richtig schäbig. Warst du das, oder? Nein. Wer hat das denn so repariert, das ist richtig Junge? Schlimm, so. Ja. Kennst du das in Cartoons, wenn was kaputt geht und das so auf dem Gebäude mit dem Pflaster so repariert ist? Ja. So ist das gerade. Richtig schlecht. Ich dachte, du warst. Nein, Alter, das wäre sogar für mich zu schlecht. Also, da hätte ich mir sogar mehr Mühe gegeben. Ja, hier ist auf jeden Fall, also ich glaube, damit mit der ganzen Kiste hier hast du aber was zu tun, dass das so aussieht, ne? Ja, ja klar, aber ne, der Chef, ne, Simon, ne, also weiß Bescheid. Okay. Alles klar, also bei Revi ist auch was passiert. Wenn ihr genau sehen wollt, was, einfach mal bei Patrick abchecken, könnt ihr sowieso heute machen. Denn wir werden jetzt nicht zu seinem Haus gehen, denn da ist auch etwas passiert. Das könnt ihr euch in der Folge vom Patrick heute anschauen. Weißt du schon, wann die ungefähr da sein wird? Deiner ist ja eh gleich so um 12 Uhr. Meiner kommt wahrscheinlich so, muss dir rechnen, so mit 19 Uhr, also recht spät. Okay, also heute Abend könnt ihr auf jeden Fall mal Patrick seinen Kanal auschecken. Ist natürlich ganz oben verlinkt. Oh, da könnt ihr euch die... Mich diese, danke. Alles klar. Und dann könnt ihr einfach mal euch anschauen, was so in seiner Folge passiert. Ich kann euch nur sagen, es ist schon, alles klar, es ist schon ein bisschen psychopathisch gewesen, also man hat da echt schon ein bisschen Angst bekommen und ja, schaut euch das auf jeden Fall an und nachdem jetzt der Server neu gestartet ist, das ist der perfekte Zeitpunkt. Fangen wir, ja, können wir damit alles anfangen? Klar. Einen Moment, wir machen ganz kurz hier einen Cut an der Stelle, Leute, denn ich muss das Spiel neu starten. So, und dann sind wir auch wieder nach dem Spiel neu starten. Alles klar. Und dann gehen wir jetzt mal rüber zum lieben Simon und ich habe da etwas geplant, Leute. Ach, dass, der Simon. Ja, wie gesagt, halt Simon ist jetzt bisher noch nicht Opfer meiner Trolls geworden. Ich muss einmal ganz nach oben kurz bei ihm. Alles klar, weil, soll ich auch mit nach oben kommen? Musst du nicht eigentlich unbedingt, aber du kannst gerne, wenn du willst, mit hier hochkommen. Wir müssen nämlich eben kurz bei ihm mal durch dieses komische Loch fallen. Alles klar. Um abzuchecken, wo genau man landet. Denn ich habe einen richtig coolen Troll geplant, Leute. Da wird auf jeden Fall der liebe Simon hundertprozentig drauf reinfallen. Ja, ich hoffe, der fällt drauf rein. Der wird drauf reinfallen, glaube ich mir. Der wird sowas von drauf reinfallen. Okay, da ist das Wasser. So, dann fallen wir mal hier runter. So, ich hab Frostwalker, zieh ich nochmal direkt aus dem Shit. Kann ich runterfallen? Ja, warte, ich hab... Oh, Moment. Ich muss kurz... Weil da hast du auch Frostwalker.
Nee, nee, hab ich nicht. Aber du kannst von oben drauf fallen. Okay, jetzt kannst du runterkommen. Du fällst noch ins Wasser, keine Sorge. Ich habe da nur das Loch gemacht. Ah, okay, du bist auf Seite. Genau, deswegen will ich das nämlich auch vier, also 2x2 machen, das Loch. So, Moment. Aber hast du noch eine Schau... Oh, ich müsste die eigentlich... Oh, jetzt... Das wird gleich nur so einfach, ne? Ja, die Schaufel backt hier unter Wasser extrem. Das ist richtig schlimm. Und vor allem, das Loch muss recht tief sein, weil Simon hat doch Dia-Rüstung, oder? Ja, ja. Ich will das bis zum Bedrock machen unten. Aber das Ding ist, der kommt hier die ganze Zeit immer wieder mit dem... Bis zum Bedrock? Ich baue die mit der Hand ab, die Sachen. Warte, ich hole mal, ich hole mal eine Schaufel. Ja, Moment, ich mache die Schilder jetzt hier hin. Und dann hast du ja kein Wasser mehr, ne? Stimmt. Ja. Also eigentlich kriegst du das dann eigentlich easy alleine hin, oder? Ja, das kriege ich auf jeden Fall alleine schnell hin. Ich habe ja eine Spitzhacke. So, jetzt müssen wir das hier erstmal schön... Das tief bauen. Kann komisch, Leute. Ja. Rumwühlen. Leute, ne? Ich freue mich gerade, weil in 2 Stunden ich 300.000 auf YouTube knacken werde, wahrscheinlich. Ja, sehr geil. Ja, nice, ne? Richtig geiles Gefühl, die drei. Das ist so, wisst ihr, wie das ist, wenn man. Zum Beispiel früher, wenn man. War ich kleiner YouTuber. Hast du eine Spitzhacke mit, Patrick? Ja, normal. Dann komm runter und helf mir. Alles klar. Du kannst dich noch hier runterfallen lassen, das ist nicht so tief. Okay. Noch vier dann bau du auf der anderen Seite runter. Hast du ein Wasser, Eimer Wasser? Ja, ich hab mal einmal Wasser. Alles klar. Das werden wir auf jeden Fall schaffen hier raus. Ja. Also immer so ein Milestone zu schaffen auf YouTube ist immer so, wie als würde man so irgendwie ein Jahr älter werden. Ich weiß nicht. Richtig komisch. Ihr müsst das nicht. Oh, wir müssen hier aufpassen, hier ist Wasser. Ah. Das müssen wir auf jeden Fall hier getrennt abbauen. Ach Simon, Alter. Na, es wird auf jeden Fall dieser Weg. Meinst du, der wird sich aufregen, wenn er stirbt? Ja, will er sich auf jeden Fall... Der die Sachen keinen Bock hat wahrscheinlich zu holen. Also muss sie holen, aber der wird so sagen, wieso? Das ist auf jeden Fall besser, als was ich gemacht habe. Ich habe das irgendwie so nur mit Cars zugebaut. So richtig schlecht, Alter. Richtig schäbig. So, als wäre fällt denn da drauf rein, ne? So, aber das ist eine geile Idee, weil man sieht halt gar nicht, dass da ein Loch ist. Ja, das kriegst du gar nicht mit so. Mhm. Und wir machen das richtig weit runter, damit der auf jeden Fall hundertprozentig stirbt. Einfach um nur mal sicher zu gehen, ne? Also... Ach, kann ein bisschen Kohle mitnehmen, kann man auch machen, wieso nicht? Hat sich doch der Prank sogar noch gelohnt, Alter. Dieser Weg wird steinig und... Oh, Lava. Ich hab sie zugebaut schon, ey. Oh Gott. Vorsicht, bei dir unten drunter kommt auch Lava. Ich baue die hier immer schön zu, wenn ich die sehe. Und hier ist auch nochmal Lava. Oh, Bedrock. Weißt du, wie stressig das wird, hier, wenn er stirbt hier unten? Oh Gott! Vorsicht, warte. Oh Gott. Oh, shit. Machst du? Sorry, machen wir auf. Mal wieder. Okay, hab zugemacht. Oder du, keine Ahnung. So. Warte. Pass auf, Alter. Zu? Da, wo ich jetzt stehe, ist wahrscheinlich, ne? Unsere Reflexe der Vergeltung. Okay. Alles klar. Warte, ich baue hier jetzt einen Weg hoch. Ja, genau. Ich baue direkt so einen Weg hoch, womit der auch hochkommt. Oh Gott. Oh, so, bist du so nett, Alter? Bist ja richtig zu nett, Mann. Lass den, der soll hochschwimmen. Ich mach hier zur Sicherheit, falls der sterben sollte, mache ich noch hier. Ja, wie großzügig. Ja, warte. Mann, man muss auf jeden Fall nett sein hier so. Na gut, aber wenn das hier... Kann, ja. Warte mal. Und dann hier... Trollolololololol. Oh, ich muss noch was essen. Warum brauchst du essen? Ich hab noch bissel... Nee, ich hab hier Brot mit. Dieses Brot so. Okay, ja, dann würde ich sagen, sind wir eigentlich soweit durch mit der Folge? Ich denke mal, wie wir uns hier jetzt rausbauen, das müssen wir jetzt nicht noch aufnehmen. Das ist jetzt unser Problem, Leute. Also wünscht uns Glück. Also, Also ich kann euch auf jeden Fall sagen, checkt auf jeden Fall die Folge von lieben Patrick aus, die wir aufgenommen haben, weil da war es echt gruselig. Und ja, schaut mal beim Simon heute rein. Vielleicht wird schon heute der Teil kommen, wo er auf den Troll reinfällt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach in der nächsten Folge von Craft Attack wieder. Bis dahin, haut da rein. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.